Startposition. Freie Hand vorne, der Schläger zeigt hinten zum Boden, Schlägerkopf auf Kniehöhe und stehe seitlich zur Grundlinie. Schlage den Ball von hinten unten nach vorne oben. Schlägerkopf unter den anvisierten Treffpunkt bringen. Treffpunkt. Handgelenk stabil, seitlich vor dem Körper, Schlagfläche nahezu senkrecht. Endposition. Schläger vorne oben. Schaue bis zum Treffpunkt immer auf den Ball. Trainingsaufgabe. Schlage 10-mal über das Netz ins Feld, zuerst von der T-Linie und wenn das gut klappt, stell dich an die Grundlinie. Spiele erst mit druckreduzierten Bällen und nimm anschließend normale Bälle.